Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Es geht wieder weiter. Wir sind hier im Bosskampf gegen Tupa Plupas Herz. Genau, im letzten Part angestartet und ja, der hat sich auch gerade aufgeladen. Deswegen würde ich auch sagen, wir machen uns erstmal unsichtbar, oder? Das heißt, wir werden dem nächsten Angriff wahrscheinlich ausweichen. Ich hoffe es zumindest. Gott sei Dank. Ich glaube, das hätte ordentlich Schaden gemacht. Ne? Ich weiß nicht mehr genau, wie viel. Aber wir hatten herausgefunden, dass es auf jeden Fall ordentlich Bums gemacht hätte. Gut. Wollen wir mal den... Ah, der Power Downs wäre jetzt perfekt. Ne, trifft einen Gegner so oft das Action-Kommando bestimmt. Das würde ich, glaube ich, jetzt mal ausprobieren. Let's go. Und wir kriegen sogar noch einen Angriffsboost. Bin ich mal gespannt. Okay, jetzt muss richtig passen. Let's go. Shit. Das hätte so gut werden können, ne? Schade. Hey, du! Oh, Geisterlady. Du siehst sehr locker aus. Bleib doch nach dem Kampf noch ein bisschen hier. Vom Kämpfen werde ich immer hungrig. Bäh. Hättest du wohl gern. Du hast keine Chance, du geisterfressender Vollidiot. Mario, ich bin jetzt wirklich böse. Lass uns das Ding verdreschen. Guahahaha. Er lädt sich wieder auf. Hä? Aber... Ich bin verwirrt. Okay, wir machen nochmal den... Wir machen das nochmal, oder? Wir üben das jetzt mal ein bisschen. Ich bin echt noch schlechter drin, muss man einfach sagen. Okay, wir machen uns wieder unsichtbar. Eigentlich ganz easy Boss-Fight, oder? Solange du dich da immer unsichtbar machst, sehe ich da keine großen Probleme da jetzt irgendwie. Der scheint ja auch was anderes nicht zu können irgendwie. So. Wir üben das. So hätte das eben mal sein müssen. Schade. Oh Gott, er macht trotzdem 6 Schaden. Okay, ich glaube, jetzt ist gerade mal ein guter Zeitpunkt, vielleicht ein bisschen Erfrischung zu machen. 5 KP, 5 BP. Ich glaube, das mache ich jetzt mal. Weil unsere BP gerade nicht so hoch sind. Wir brauchen auf jeden Fall... Wir brauchen auf jeden Fall immer 2 BP, damit wir uns vor dem Angriff schützen können. Das sollte Mindestleistung sein. Und... Ja, jetzt machen wir Ohrfeige. Drücke so schnell wie möglich nach links. 100%. Dim. Alter, 5-mal eine gescheuert. Links, rechts, Junge. So. Er lädt sich wieder auf. Und wir machen aber... Was habe ich denn hier noch? Ja, komm. Egal. Wir machen mal den Powersprung. Na, ist vielleicht ein bisschen effektiver. So, unsichtbar. Ja, an sich ist der jetzt nicht so schwer, ganz ehrlich. Du musst halt nur darauf achten, dass du dich unsichtbar machst. Ansonsten ist das ein easy Gegner. Insofern nicht noch irgendwas kommt. Aber bis jetzt habe ich da... Keine Bedenken. Bam, 6 Schaden. Ja, das könnte ich mal ein bisschen besser blocken an sich. Aber ansonsten, Powersprung, let's go. So, jetzt, ah Mist, jetzt habe ich, ah, oh, jetzt habe ich das richtig hinbekommen. So, bam, 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 bam. Und jetzt eigentlich nur noch ein Hit, ne? Der lädt sich jetzt bestimmt nochmal auf. Oh, gee. Oh, das tut weh. Ich muss hier weg. Shit, das war's noch nicht. Jetzt flieht er. Ah, okay. Also war das so der Vorgeschmack. Heißt das, kann ich mich jetzt... Nö. Nein, ich wollte ihn nicht. Das ist jetzt schlecht.
Ja, mit den BP. Warte mal. Fliehen, bitte. Boah, ich verliere Geld, wenn ich das mache. Oh. Dann, fliehen ist nicht so cool. Habe ich jetzt nochmal die Möglichkeit, mich irgendwo zu heilen, bevor ich dann... Shit, ey, jedes Mal. Sind das wieder drei? Ne, nur einer. Na, einen machen wir mal schnell. Das ist kein Problem. Einer ist okay, aber gegen drei hätte ich jetzt nicht kämpfen wollen. Bam, bam, bam. Selbst wenn ich den Angriff nicht voll auflade, macht er trotzdem 4 Schaden. Also die ist ziemlich nice, muss ich sagen. Gegen einzelne Gegner ist die super. Gegen die Masse wahrscheinlich dann nicht so, aber gegen einzelne... Das wird jetzt halt doof werden. Der wird jetzt wahrscheinlich... ja, dachte ich mir schon. War das jetzt meine Schuld oder flieht er so oder so? Bei 1 KP. Habe ich jetzt die Möglichkeit, mich nochmal zu heilen oder nicht? Das ist halt die Frage, ne? Es ist an der Zeit für eine kleine Wiedervereinigung. Oh ja, jetzt fühle ich mich gut. Wenn mein Herz und mein Körper vereint sind, gibt es keine Möglichkeit, mich zu schlagen. Warum hast du es dann getrennt? Tupper Blooper. Na, jetzt müssen wir erstmal wieder wechseln, ne? Mann. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich nochmal geheilt. Aber ich habe es nicht gewusst. So, okay. Scanner. Das ist Tupper Blooper. Nunmehr mit seinem Herz wieder vereint. Dies ist ein wahres Selbst. Sein wahres Selbst. KP 10, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Vermutlich. Seine Hip-Attacke verursacht 6 Schadenpunkte. Sei vorsichtig, ich weiß nicht genau, wie seine anderen Attacken aussehen. Aber ich glaube, er ist viel schwächer als vorher. Autsch. Vermutlich. Vermutlich vor allem. Danke für nix. Vermutlich. Ach, Mann. Okay, ich mach mal einen Powerjump. So. Okay. Und jetzt... Mitglied wechseln. Ich wechsle wieder auf Bu, ne? Ich denke, das ist besser. Oh, jetzt brauche ich erstmal einen fetten Heal, ey. Okay. Was machen wir? Sternpower oder... Item benutzen. Super... Pilz, 10 KP, 10 BP. Ist halt die Frage, was mache ich jetzt? Superpilz, Honigsirup, Powerblock, Tarngel. Einmal unsichtbar werden ist auch nicht schlecht. Ich benutze erstmal den Superpilz so. So, und der Geist, der basht jetzt erstmal schön drauf. Ne? Ohrfeigenmäßig. Bam, 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 Junge. So was passiert mit dem, wenn er auf 0 ist. Oh nein! Obwohl mein Herz und mein Körper vereint sind, bin ich trotzdem nicht unbezwingbar. Oh, jetzt bin ich wieder der nicht unbezwingbare Tupper Blooper. Das ist so lahm. Ich gebe auf, vergib mir. Ich lasse euch alle Geister wieder frei, die ich gefressen habe. Ach so, ja. Wusste gar nicht, dass es geht. Hä? Also, okay, ich habe jetzt irgendwie gedacht, das wird jetzt nochmal voll der... Das war nur der Vorgeschmack eben gegen das Herz und jetzt kommt eine richtige Bossfight, aber irgendwie... In Wirklichkeit bin ich nur ein sehr sensibler Kerl, der in einem riesigen Körper gefangen ist. Ich will nicht länger unbezwingbar sein, wenn das bedeutet, dass ich gegen Leute wie dich kämpfen muss. Geschieht dir recht und alle, die gefressen werden, sind wieder zurückgekehrt. Aber ich werde allen sagen, der arme Tupper Blooper nicht mehr... Was? Aber ich werde allen sagen, den armen Tupper Blooper nicht mehr zu erschrecken.
Früher haben wir Tuba Pupa Tag und Nacht erschreckt, weil er so ein Feigling war. Aber egal, wir bereuen es nicht. Immerhin ist es die Aufgabe von uns Geistern, die Leute zu erschrecken. Nebenbei, das war eine sehr erfrischende Erfahrung. Noch nie zuvor habe ich eine derart aufregende Aufregung verspürt. Und natürlich habe ich auch viel dabei gelernt. Ich glaube, ich sollte etwas mehr über die Welt in Erfahrung bringen. Daher werde ich dich noch ein Weilchen begleiten. Geht das in Ordnung, Mario? Natürlich geht das in Ordnung, ja. Abgemacht! Du darfst dich glücklich schätzen, mit mir auf Reisen zu gehen. So, Mario, wie versprochen, gebe ich dir den Stern zurück. Buhutla, komm hierher. Hier, Mario, er ist jetzt frei. Naja, was soll man machen, ne? Das Spiel ist halt blind. Hätte ich es gewusst, dass der jetzt tot ist, also dass der direkt besiegt wird, dann hätte ich natürlich auch keinen Pilz mehr genommen. Aber ich wusste es halt nicht. Woher sollst du da wissen? So, let's go. Wir haben einen weiteren Stern, Leute. Und das war Kapitel 3, ne? Glaube ich. Oder Kapitel 4? Kapitel 3 oder Kapitel 4? 3, glaube ich. Das Geheimnis von Tuba Pluba wurde gelüftet und Professor aus seinen Klauen befreit. Jetzt, da Tuba Pluba nur noch ein böser Traum ist, können die Buhus nach Herzenslust herumspuken. Selbst der Wind, der sein Lied in der Schlucht erklingen lässt, scheint ihren Sieg zu feiern. Zumindest im Moment. Mit seiner neuen Freundin Bu im Schlepptau begibt sich Mario auf die nächste Etappe seiner Reise. Yay, speichern und weiter. Let's go. Ach ja, jetzt kommt hier wieder Prinzessin Peach Ausbruchversuch, ne? Wie man es kennt. Okay. Oh, ich frage mich, wie es Mario ergeht. Glaubst du, er hat einen Weg gefunden, diesen Tuba Pluba zu besiegen? Das frage ich mich auch. Ich bin so besorgt. Was, wenn Mario verletzt worden ist? Ah nun, wir sollten uns nicht mit solchen Fragen quälen. Warum schleichen wir uns nicht nochmal raus und versuchen ein bisschen zu lauschen? Wenn es Mario tatsächlich gelungen ist, Tuba Pluba zu besiegen, dann müssen Bowser und seine Leute mittlerweile völlig aus dem Häuschen sein. Glaubst du nicht auch? Ja, du hast recht, Twink. Es hat keinen Sinn, hier rumzusitzen und sich Gedanken zu machen. Lass uns versuchen, etwas herauszufinden. Mal wieder. Lalala. Naja, dann gehen wir mal wieder unseren Geheimgang nach, ne? So, zack. Bam, mein roter Knopf. Und dann kommen wir bestimmt wieder. Kann man das letzte Mal nicht direkt raus? Ach, das machen wir, wenn wir gefangen worden sind, ne? Dann kommen wir direkt irgendwo raus. So war das, glaube ich. Das kann nicht sein. Nein, nein, nein. Nochmal. Der Reihe nach, aber langsam. Eure Verdorbenheit, was ich versuche euch zu sagen ist, Tuba Pluba wurde von Mario besiegt. Nun, das ist eigenartig, weil du mir gesagt hast, dass er unbezwingbar ist. Wie kann man jemanden besiegen, der doch eigentlich unbesiegbar ist? Blöder Mario. Wahrscheinlich hat er das Geheimnis herausgefunden, dass Tuba Pluba nicht mehr ganz so unbezwingbar macht. Und dann hat er ihn besiegt. Ich verachte Mario. Eure Schmutzigkeit. Wir müssen uns rasch eine andere Taktik einfallen lassen. Mario geht nun sicher zu Shy Guys Spielzeugkiste. Ja, daher sollten wir etwas für ihn vorbereiten. Ich werde mich nicht mehr damit zufrieden geben, ihn verprügeln zu lassen. Wir müssen seine Schwachstelle herausfinden und ihn völlig demütigen, ja. Kami Koopa, finde heraus, was Mario hasst und... Hallo? Bei allen Kröten, warum? Warum ist die Prinzessin hier? Was ist nur mit den Wachen los? Nein, wartet. Das ist eigentlich sehr passend. Meine schelmische Prinzessin. Wir haben gerade über die Schwachpunkte unseres Freundes Mario gesprochen.
Also, Prinzessin Peach, was könnt ihr mir über diese Schwachpunkte berichten? Und ihr müsst ehrlich sein, welcher dieser Dinge hasst Mario am meisten? Goomba, Klupa, Pilze. Das stimmt sogar. Ah, so, so. Ausgezeichnet. Gibt es noch etwas, das ihn mit Abscheu erfüllt? Was? Donnerzorn? Was ist ein Donnerzorn? Keine Ahnung, ich will es rausfinden. Gut, gut. Und wie steht's damit? Was hast du davon am meisten? Die Supersoda. Oh, ausgezeichnet. Perfekt. Danke, Prinzessin. Stelle sicher, dass Mario über all das stolpern wird. Diesmal werden wir ihn besiegen. Hast du dir das alles gemerkt, Kami Koopa? Mach dich sofort auf den Weg. Natürlich, eure Knorrigkeit. Jetzt ist Mario dran. Oder etwa nicht? Ich habe tatsächlich leichte Zweifel. Aber es ist ein Befehl vom König Bowser. Ich habe keine andere Wahl, als ihn zu befolgen. Wir werden schon sehen. Natürlich wirst du das. Meine Taktiken sind brillant. Sie sind wahre Kunst. Nun, Kami Koopa, lass Prinzessin Peach sofort auf ihr Zimmer zurückbringen. Endlich werden wir Marios Ende erleben. Endlich! Warin! Achtung! Bring Prinzessin Peach sofort auf ihr Zimmer. Jawohl, Madam! Oh, viele Kilo! Oh, nein, nicht schon wieder! Schade, ich hätte gerne noch den Orden, den sie bei sich trägt, mitgenommen. Schade. Naja. Hallo Mario, ich wusste, du würdest es schaffen. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Auf jeden Fall war die Entscheidung, dich um Hilfe zu bitten, durchaus richtig. Du bist ein großer Mann. Jetzt, da ich wieder frei bin, kann ich auch dir helfen. Ha! Erzähl. Welche krasse Macht hast denn du, mein lieber Professor? Marios Sternkraft erhöht sich auf 3. Mario erhält den Sternenkraft Sternensturm. Oh, ist ein Angriff. Der Sternensturm bricht über alle Gegner herein. Mario, leider habe ich eine schlimme Nachricht für dich. Bowsers Kraft scheint von Sekunde zu Sekunde zuzunehmen. Vermutlich wächst seine Kraft aufgrund des Sternstabs. Wir sind uns nicht mal sicher, ob er es überhaupt bemerkt, aber ohne Zweifel hat seine Macht unglaublich zugenommen. Zukünftig müssen wir noch viel vorsichtiger sein. Es tut mir leid, dass ich euch schon verlassen muss, aber ich muss zum Sternhafen zurückkehren. Die anderen Sterne warten dort schon auf mich. Oh, und bitte, verrate niemanden, dass ich mich im Nimmernimmerwald verirrt habe. Danke, Mario, bis bald. Eieieiei. Jo, und jetzt gehen wir zurück. Wunderbar. Wir haben jetzt, glaube ich, nirgendwo mehr was wir holen müssen, oder? Ich glaube, in Tupa Plupas Schloss sind wir fertig gewesen. Ach, wir sind auch hier direkt wieder beim... Ja, der Weg ist jetzt auch ziemlich kurz, glaube ich, ne? Ich kann mich aber hier erstmal heilen, glaube ich, soweit ich weiß. Hier drüben war doch ein Heilungsding, genau. So, und ihr hattet auch gesagt, wir haben ja hier gegen diesen Junior-Typi gekämpft im Wald, ne? Das war ja wohl irgendwie, vorausgegriffen. Eigentlich hätte ich jetzt erst gegen den kämpfen müssen, aber naja, wir haben ihn halt schon erledigt. Ist auch nicht schlecht. Da spart man doch ein bisschen Zeit jetzt auf dem Rückweg, ne? So. Dementsprechend, wir hauen hier mal ab und nehmen einfach einmal den falschen Weg, hätte ich gesagt. Und kommen dann ja theoretisch wieder am Anfang raus. Sind wir jetzt am Anfang? Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo wir sind. Oh Gott. Nein! Wie viele? Boah, 4 Stück, ey. Wir probieren mal den Sternsturm aus. Ein Schwarm von Sternen stürzt hernieder. Angriffskraft 7. Oh, cool. Das gefällt mir. Gleich mal ausprobieren. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam.
7 Angriffskraft, Alter. Das ist schon ziemlich geil. Sind auch bald wieder Level up. Wo wollen wir rein investieren, Leute? In Ordenpunkte? Ich mag Ordenpunkte. So, wie kommen wir denn jetzt am schnellsten wieder zurück nach Tottown? Was sagt denn das Schild hier? Tottown, okay. Dann gehe ich mal hier lang. Perfekt. Gut, Leute, ich würde aber sagen, in Tottown machen wir dann im nächsten Part wieder weiter. Ja, dann werden wir wahrscheinlich vielleicht zum Hafen gehen oder so. Ich weiß noch nicht genau. Auf jeden Fall wird man erstmal wieder eine Shopping-Tour machen, ein paar Sternsplitter ausgeben, irgendwie sowas. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und wieder einschalten zu Paper Mario. Tschüssi.